Servus Soldaten, zurück zu Let's Play XCOM Enemy Within. Wir haben das letzte Mal einfach nur Micromanagement hier in der Base betrieben, einige strategische Entscheidungen getroffen, wie zum Beispiel ordentlich Cash zu besorgen durch unsere Erbeutung vom letzten Mal, also vorletzten Mal. Und ja, Exalt haben wir kennengelernt. Wir haben den Spion auf zu denen geschickt und jetzt schauen wir mal, wie sieht's mit meinen Soldaten aus? Ah, bald sind wieder viele dabei. Und ich kriege ja auch bald ganz neue. Na gut. Aktivitäten. Ah, der Spion ist bereit. Ignorierst du die Mission, stirbt er. Na toll. Wir haben sehr viele neue Soldaten. Abfangjäger sind jetzt alle bereit. Also sie sind in den strategischen Punkten dort angelangt. Dann schicken wir doch jetzt... Der Spion hat Verschlüsseler und Sender aufgebaut und eingerichtet, aber Exalt ist im Ahnenmarsch. Schützen Sie Geräte, indem Sie alle Exalt-Truppen im Einsatzgebiet vernichten. Blinder Gott. Alles klar. Wir gehen davon aus, dass Sie diese Angelegenheit vertraulich behandeln. Habe ich noch einen Sniper? Ja, Smith. Dum, 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 dum. Zeig mir deine Bewaffnung an. Ah, sieht man nichts Besonderes. Okay. Alles klar, Colonel Wolfie Mimi. Hat jeder einen eigenen Namen? Nein, die zwei nicht. Dachte mir gerade, hat jeder von meinen Truppen hier einen eigenen Namen? Leider nein. Los geht's. Holen wir unseren Spion zurück. Unser erster Einsatz gegen Exalt. In Kanada. Transporter ist eingetroffen. Beginnt den Angriff. Wir haben eine Exalt-Zelle in Kanada aufgespürt. Unser Agent wird Hilfe brauchen, um die Daten des Gegners zu sichern. Der Spion hat Verschlüssel und Sender aufgebaut und eingerichtet. Aber Exalt ist im Anmarsch. Schützen Sie die Geräte, indem Sie alle Exalt-Truppen im Einsatzgebiet vernichten. Hacken kann, damit Sie nicht den Standort des Senders heraus sind. Sollte das fehlschlagen, beschützen Sie den Datensender, bis alle Exalt-Truppen ausgeschaltet sind. Erledigen Sie alle gegnerischen Einheiten. Okay. Verschlüssler und Sender. Was auch immer das bedeutet. Unser Agent war im Begriff, die beschafften Daten zu übertragen, als Exalt-Truppen in sein Einsatzgebiet vorgedrungen sind. Der Codierer verbirgt zwar momentan noch die Position unseres Senders, aber wenn Exalt ihn hackt, können sie auch den Sender lokalisieren. Und wenn sie auch den hacken, kommen wir niemals an die Daten ran. Ziele wurden aktualisiert. Also das muss ich jetzt verteidigen? Ich bin aber ziemlich weit entfernt, kann das sein? Da muss ich jetzt so schnell wie möglich hin, stimmt? Cyclops. Rein theoretisch, dort oben ist eine gute Position. Ich gebe Gas. Für einen Sniper. Auch wenn da keinerlei Deckung ist. Mein Heavy. Rücke vor wie der Wind. Bisher ist scheinbar noch keiner hier. Mein Support. Ein schöner Brunnen. Smith. Dort oben wäre auch eine gute Position für den Scharfschützen, aber da komme ich nicht so leicht hin. Bin schon da. Und Mad Dog. Ich rücke vor. Tschung, 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 tschung. Oh, Rodriguez habe ich ja auch noch.
bin unterwegs. Oh, der hat ja eine ganz normale Pistole bloß. Ach, dem hätte ich eine Laserpistole geben können. Okay. Es wurde endlich eine erste verifizierte Sichtung von Exalt Einsatzkräften gemeldet. Ihr äußeres Erscheinungsbild deutet darauf hin, dass Exalt mit Hochdruck daran arbeitet, seine Truppen mit Hilfe von Alien-Genmaterial zu modifizieren. Bis wir genau über ihre Fähigkeiten im Bilde sind, rate ich zu allerhöchster Vorsicht. Alles klar. Commander, Exalt-Kräfte sind in Position, um den Codierer zu hacken. Wenn wir das nicht verhindern, können sie den Sender orten. Du kannst zwei erwischen, rein theoretisch. Oh, den nicht so gut. Wie sieht's mit dir aus? Von dort oben. Du kannst den ziemlich gut erwischen, rein theoretisch. Der hackt nichts mehr. Ich setze mich in Bewegung. Hack im Gange. Das müssen wir verhindern. Zu wenig Damage. Gehe in Position. Habe ich gerade deine Chance verschlechtert? Shit. Schuss hat Ziel verfehlt. Ich kann ihn so nicht töten. Na, vielleicht du. Nicht ganz getötet, aber es war nicht schlecht. Vielleicht nochmal. Leider nein. Schuss ging nicht ins Ziel. Hier hin und dann könntest du ihn vielleicht abknallen. Oh, gut. Flankiert. Ich glaube, jetzt wird's nicht mehr gehackt. Er ist ausgeschaltet. Einfach mal eine Feldposten, obwohl du da von dort nichts siehst. Da hat sich was bewegt. Oh, da kommt direkt mehr. Nächstes Mal krieg ich ihn. Oh, sind es viele. Hier ist das ganz schön brenzlig. Begebe mich an neue Position. Wie sieht denn das aus mit dem Flammenwerfer? Setze Flammenwerfer ein. Ich halte nicht mehr lang durch. Der hält nicht mehr lang durch und ist in Panik. Das ist ein gutes Ergebnis, meiner Meinung nach. Mehr kannst du nicht erwischen? Okay, dann kill ihn. Er ist ausgeschaltet. Rücke vor auf angegebene Position. In dem Fall ist ein Sniper nicht schlecht. Ich mach mich los. Oh, ich kann den nicht sehen? Schade. Wie ihr es ja gesagt habt, auf meine eigenen Leute, die Rauchgranaten werfen. Dampf unterwegs. Du kannst von dort auch keinen abknallen. Ja, ich stell dich mal dorthin. So, du könntest auf den schießen. Könntest aber auch ein Stückchen näher hingehen. Position bestätigt.
Kannst du jetzt immer noch schießen? Könntest du aber auch eine Granate. Die 4 Schaden macht. Nee, dann schieß lieber so. Nein! Keine Munition mehr. Der Schuss ging daneben. Wenigstens ist der Verschlüsseler sicher. Der ist noch immer in Panik. Gut. Der leider nicht. Das ging daneben. Endlich habe ich auch mal Glück. Oh, dachte schon, das ist eine hässliche Granate. Commander, mehrere Feinde bewegen sich auf Strike Ones Position zu. Feindliche Verstärkung rückt vor. Sniper. Noch ein Sniper. Oh. So viele Gegner hier. Erstmal mit meinem Sniper, vielleicht einen ausnocken. Der dort hinten 85%ige Chance, das hört sich doch gut an. Critte. Dumm. Ich müsste nachladen. Ach, dann lade ich mal nach. Ich bin bereit. Keine Ziele verfügbar. Der muss nicht nachladen. Ich bin schon auf dem Weg. Flankiert. 100%. Stirb. Ich habe keine Munition mehr erwischt. Sehr gut. Ich habe mehrere Möglichkeiten. Ich glaube, ich kill dich. Der andere hat an... Ah, Moment. Zwei? Den? Ah ja, stimmt, da drüben ist auch noch einer. Ich glaube, der Sniper ist gerade wichtiger. Bin in Bewegung. Wobei, von hier aus kann ich den flankieren? Na, dann mach das. Durch Holozielen. Verflucht! Trotz Holozielen daneben. Ach, ganz schlecht. Ach, wegen dem Nebel wahrscheinlich. Bin dran. Und jetzt? Getroffen, aber leider nicht low genug. Nein! Ach, hätte er Laserpistolen gehabt, wäre er tot gewesen. Jetzt wird's nicht schön. Sie flankieren meine Position. Ich muss eine neue Deckung. Na gut. Das war jetzt nicht so schlimm. Der Sniper bewegt sich. Feldposten. Gut. Damit habe ich kein Problem. Ja, nachladen. Ladevorgang abgeschlossen. Wie, keine Ziele? Okay, dann hast du halt keine Ziele. Du hast ein Ziel. Bedrohung eliminiert. Gut. Du hast auch ein Ziel. So viel dazu. Ja, dann machen wir hier einen Feldposten. Hier hoch, wir verteidigen. King of the Hill ist diese Mission. Oder dieser Modus.
Nachladen. Ich brauche die Sniper voll einsatzfähig. Und entsichert. Weitere Exalt-Kräfte sind unterwegs ins Einsatzgebiet. Okay. Smith, hopp, töten! Nein! Oh. Nächstes Mal kriege ich ihn. Ich hätte dich gern auch auf einem höheren Level. Nächster. Wow. Kaputt, der Wagen. Aber auch daneben. Ziel nicht ausgeschaltet. Ach was. Okay. Drei gegnerische Einheiten. Okay, 65%ige Chance. Moment, und der andere? Auch 65%ige Chance. Bumm machen. Rakete raus. Weg mit den Autos. Gut. Der ist weg. Ah. Sowas will ich sehen. Genau sowas. Deswegen bist du mein bester Mann. Hab ihn weggefegt. Genau sowas will ich hören. Gehe in Position. Wo ist denn der andere? Der war doch hier irgendwo, oder? Aufgepasst. Ich glaube, der war hier. Überraschung! Der muss da raus, weil sonst explodiert der Wagen. Ein cooler Mechanismus, das mit dem Explodieren der Wägen. Wir warten ihn natürlich. Ja, wir warten. So viel Waffe leer, kann nicht angreifen. Oh ja, wir brauchen unbedingt mal wieder. Rekalibrieren. Das ist. Wow. Okay. Verteidigen. Ja, du hast noch genügend Schuss. Du darfst nachladen. Lade nach. Du auf jeden Fall nachladen musst. Oh yeah. Du darfst noch ein bisschen. Genauso du. Jetzt sind wir immer noch durch. Mensch, wie viel kommen denn dann noch von den Zoll-Truppen? Hoffentlich kriegen wir. Das ist das letzte Aufgebot des Gegners, Commander. Das hört sich gut an. Wir müssen jetzt nur noch kurz durchhalten. Jetzt aber. Ja. Gleich schreibe ich mir Punkte auf. Diesmal hat sie getroffen. Major Krupp. Was? Nein. Oh, gut, 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 gut. Ja, leider nicht getötet, aber schon mal down. Ziemlich down. Warum zoomt so raus? Das habe ich nicht gemacht. Zumindest nicht bewusst. Geil. Finde ich aber gut, die Sicht. Da habe ich mehr. Seh mehr. Gegner neutralisiert. Wow. Auf dem Dach. Auf dem Dach ist einer gelandet. Das ist cool. So, was sind deine Chancen? 65? 85? Das hört sich super an. Der ist weg. Den haben wir runtergeholt. Du darfst gleich nochmal. Ah, zu wenig Munition dafür. Na gut. Dann halt so. D.
Der wird daraus flüchten müssen. Sonst macht's bumm und dann ist alles aus. Für ihn zumindest. Gut, du kannst beide treffen. Den für 65. Den auch für 65. Probier ihn. Den hast du schon angehittet. Jetzt darfst du ihn auch beenden. Gut gemacht. Ja, das war sehr gut. Wen habe ich noch? Oh. Oh, 100%. Na dann. Easy. Das war's, Commander. Der Sender ist gesichert und alle Exalt-Kräfte in dem Gebiet scheinen vernichtet zu sein. Ausgezeichnete Arbeit. Und wir haben keinen einzigen Verlust. Das ist das Geilste daran. Yes, Sir. Okay, jetzt bin ich gespannt. Kriegen wir voll geiles Zeug? Lohnt es sich, diese Mission zu betreiben? Die gegnerischen Truppen waren ja ganz okay, aber angeblich sollen die schnell aufholen mit dem Equipment. Eine beispielhafte Leistung. Hoffentlich verlaufen alle Operationen so reibungslos wie diese. Ja, das wäre echt super. Hier, schaut euch das an. Gut, sie wurde befördert, das ist klasse. Schnellschuss. Truppsicht, jetzt hat sie das Wichtige. Ja, ab sofort ist sie ein super Sniper, den man immer mitnehmen kann. Du, als Unterstützung bist du tätig. Dich darauf im Wirkungsbereich. Erhalten jetzt starke Stimulanzien, die bei allen Einheiten wohl gehen will. Ach, deswegen sollte ich das immer auf meine eigenen Einheiten machen. Weil man es mit Gefechtsdrogen besser machen kann. Verteidigung wird weiter erhöht. Puh, das ist aber... Also entweder Wille plus 20 und Chance auf Crits plus 10% oder Verteidigung um 20. Ich glaube, wir nehmen die Drogen. Und, oh, schau mal her. Noah ist jetzt Colonel Noah. Was gibt's da? In the Zone. Ein Ziel, das ohne Deckung ist und von der Flanke angegriffen wird, mit dem Präzisionsgewehr zu töten, zählt nicht als Aktion. Doppelte Portion, wenn du keine Bewegung machst, kannst du dafür zweimal schießen. Eine Runde Abklingzeit. Oh, zweimal schießen. Geil. Ah, ausgezeichnet. Oh, ah ja. Und den ich auf den Einsatz geschickt habe, der hat auch. Oh, Belohnung 150. Panik fällt um einen Wert in Kanada. Der war doch schon auf Null. Oder halt aufs Niedrigste. Ja, 150 Paragraphen. Geil. Und noch eine Beförderung. Für einen Stürmer. Ja, das mit den Reflexlos finde ich einfach zu geil. Cool. Die kann man damit auch leveln. Exalt, Informationen, Sturmgewehr, Scharfschützengewehr, LMG und Raketenwerfer. Kann ich die einsetzen? Mit Hilfe der erlangten Informationen konnten wir den Rest der Exalt-Zelle zerschlagen. Leider war sie wohl nur ein kleiner Teil ihrer groß angelegten Geheimoperation. Wir erhielten allerdings Hinweise auf den Standort des Exalt-Hauptquartiers. Wenn wir weitere Zellen aufspüren und noch mehr Hinweise sammeln, können wir das Hauptquartier orten und Exalt endgültig ausschalten. Okay. Ah ja. Der Exalt-Stützpunkt liegt nicht in Afrika. Okay, da kann er also nicht liegen in diesen drei Bereichen. Also Kanada, unbekannte Zelle vor Ort. Damit kann man ja aktiv auch die Panik bekämpfen. Tja, aber jetzt noch nicht. Jetzt bin ich erstmal glücklich, dass wir das geschafft haben. Dieses Geld. Was brauche ich für den 25 Ingenieure? Die kriege ich, wenn ich die Werkstatt fertig habe. Okay. Plus eins. 5 Satelliten habe ich dann zur Verfügung. Also 5 Satelliten kann ich machen. Das wäre schon ziemlich mächtig, glaube ich. Und würde sehr viel Geld in meine Kassen spülen.
Etwas, was ich dadurch unbedingt machen will. Ja, die Grundlagen. Alle werden zu Soldat befördert. Neue Truppen. Ich glaube auch bisher alle sind jetzt Soldat. Genau, jetzt habe ich mehrere... Oh, schaut euch das an. Ich habe nicht viele Scharfschützen. Ich habe bloß 3 Scharfschützen. Es reicht, 3 Scharfschützen bloß. Halt, nee, doch. Da ist ein neuer Scharfschütze, oder? Wartet, wie viel habe ich? 1, 2, 3... Ja, okay, das reicht vollkommen. Ich glaube, mit den 20 Leuten komme ich gut klar. Scharfschütze, Präzisionsschuss. Gut, neuer Scharfschütze. Stürmer. Sehr gut. Jetzt habe ich genügend Nachschub für die Armee. Mit diesen Leuten Unterstützung, ja. Kann ich auch ein paar gebrauchen. So als ein chinesischer Unterstützer hier. Was ist das? Griechenland oder wie? Minus Nicolo. Könnte sein. Amerika wieder. Anna Dixon. Stürmerin. Heavy aus Nigeria? Ist das Nigeria? Müsst ihr mir verzeihen. Ist jetzt auch nicht so wichtig, ob ich die Fahnen erkennen kann. Das müsste Frankreich sein. Oder Holland? Leicht zu verwechseln. Vom Namen her Frankreich. Okay. Kunterbunte Truppe. Und alles gute Leute. Alles gute Leute. Das mit den Genmanipulationen müsste ich auch mal wieder vorantreiben. Dazu brauche ich aber dann doch irgendwie Meld, oder? Schauen wir doch einfach mal. Ja, und das nicht wenig. Genau, was habe ich denn Neues? Neuer Feedback? Das ist nicht... Oh Mann, es gibt so viele wichtige Dinge, die ich machen könnte. Monatlich ist es zurückgegangen. Durch die Rekruten oder wie? Oder durch die Flugzeuge? Es gibt so viele Dinge, die ich gerne machen würde. Es fehlen Credits und jetzt fehlt auch noch Meld. Oh, ich müsste jetzt Meld aktiver besorgen, aber... Oh. Allein schon, um die Max OP zu machen. Oh. Wobei, die sind doch schon so OP, finde ich. Ich brauche bessere Waffen. Vielleicht beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.